Nachdem vor ein paar Tagen ja die News bzw. der Leak zu dem Ende des KOTOR Remakes die Runde gemacht hat, gibt es jetzt nochmal ein paar neue Infos dazu. Nämlich hat sich Jeff Grubb jetzt noch einmal etwas ausführlicher zu der Situation gemeldet und einiges genauer geklärt. Darunter nämlich auch, wie das Remake vielleicht doch noch stattfinden könnte. Zunächst einmal hat er nochmals bestätigt, dass eben PlayStation bzw. eben Sony nichts mehr mit dem Projekt zu tun haben will und somit eben ein Großteil der Finanzierung einfach als Partner fehlt und Jeff Grubb daher glaubt, dass eben aus dem Spiel nicht mehr viel wird. Da er aber keine Quelle bei der Embracer Group selbst hat, also wo eben das Remake entwickelt wird bzw. entwickelt wurde, kann es natürlich trotzdem immer noch sein, dass in Zukunft ein neuer Partner gefunden wird, der das Ganze hilft zu finanzieren, gerade auch weil Lucasfilm eigentlich sehr hinter dem Remake her ist, weswegen das Spiel eben noch nicht offiziell eingestellt wurde und immer noch etwas draus werden kann. Jeff Grubb ist sich aber trotzdem eigentlich relativ sicher, dass aus dem Spiel sehr wahrscheinlich am Ende nichts werden wird.